Previously on Lost. Also resümieren sagen wir mal nochmal, was die den Ausbau von der Einspritzleitung. Also in dem letzten Video, und zwar nicht aus der Reihe, wie finde ich den Fehler, sondern aus der Reihe, wie erklärt Better Daniel die Welt, da habe ich ja gezeigt, wie man die Einspritzleiste tauscht bzw. ausbaut. Ja, jetzt hier geht es in dem Video darum, den Fehler zu analysieren. Also habe ich halt jetzt erstmal die Einspritzleiste eben getauscht. Ne? Also jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich da gemacht habe, um die zu messen. Aber gleich vorweg, die Einspritzleiste ist wieder eingebaut bzw. eine Tausch Einspritzleiste ist eingebaut, die wissentlich gut ist und der Fehler ist leider immer noch der gleiche. Aber immerhin ist der, naja, die potenzielle Fehlerquelle Einspritzleiste bzw. Einspritzventile damit abgehakt. Und ja, so viel denn dazu. Und im hinteren Teil geht es dann nochmal um die Lambda-Sonde. Schraube ich das mal auf und messe das durch. Und ich möchte wetten, das ist genauso wie die Austausch. Ja, wir werden sehen. So, jetzt nehme ich die hier quasi nochmal auseinander. Schraube ist schon ab. Also, das sind die Einspritzventile. So, und jetzt wird hier gemessen. Kicken wir erstmal, ob hier irgendwas seltsam aussieht. Erstmal all gut aus. Also, kicken wir nochmal. Was haben wir hier für einen Widerstandswert? 14, naja, der Widerstandswert soll zwischen 15 und 20 haben. Das heißt, das ist eigentlich ein bisschen zu wenig. So, gucken wir, was bei dem hier ist. Aber selbst wenn die zu wenig sind, wenn die quasi alle gleich sind, also der hat auch irgendwie nur 14, irgendwas. Laut VW-Handbuch ist das zu wenig, haben die alle ein bisschen zu wenig Widerstand. Aber die haben halt alle gleich viel zu wenig Widerstand. Das ist halt, und das wiederum ist halt irgendwie komisch. Den letzten. Naja, vielleicht ist das in der Summe. Sozusagen, jetzt messe ich die hier nochmal. Das ist von der neuen, ne? Nee, das ist die sozusagen, da wo der Strom drüber läuft. Das muss jetzt hier immer überall 0 Ohm sein. Das habe ich jetzt bei der anderen auch schon gemessen. Also wenn ich jetzt hier einen nennenswerten Übergangswiderstand hätte, dann könnte ich sagen, gut, okay, hier ist irgendwie der Widerstand ist hier irgendwie so zu hoch. Aber ist halt nicht, ne? Ist halt hier, würde mich auch wundern. Aber wenn jetzt hier irgendwie Wasser reingekommen wäre, weißt du, und hier wäre irgendwie so ein, hier wäre jetzt ein Kontakt korrodiert. Aber man sieht ja, dass da nicht korrodiert ist, dass das alles 1A ist. Alles so wie es sein soll, scheiße. Eigentlich. Aber wer weiß, vielleicht ist sozusagen das Mühe zu wenig, reicht schon aus, dass es nicht funktioniert, aber das werden wir gleich sehen. Wenn ich das zusammenschraube und dann und ich dann garantiere, dass der Fehler nicht weg ist. Also Einspritzleiste ist jetzt getauscht, ne? Alles ist wieder angeschlossen. Widerstandsmanipulation ist schon dran. Und wir sind bei 39 Grad, so wie er aktuell ist, obwohl der Motor, der ist so wenig gelaufen, dass der ist immer noch nicht auf Betriebstemperatur. Ich kann das hier alles noch anfassen, ist halt alles so lauwarm. So, und genau, jetzt hatte ich das irgendwie so eingestellt, dass wenn ich hier den auf 1000, also der muss jetzt hier auf 200, plus die 150, die da drin sind, müsste der so ungefähr nahe 80 sein. Gucken wir mal. 79. Bei 79 läuft er ja noch. Ne? So ist das ja schick. Jetzt mache ich ihn an. Und dann, ach warte mal, das zeige ich auch nochmal. Also wenn ich den jetzt hier umschalte, nochmal 100 Ohm weniger gebe, dann hat er hier 90 Grad. Und bei 90 ist er ja immer zuverlässig ausgegangen. Ich werde den dann danach noch mehr Widerstand wegnehmen. Sollte der nicht aussehen, aber naja, ich bin nicht besonders zuversichtlich, aber Daumen drücken. So. Also 79 Grad, Trommelwirbel. Der Wagen läuft, alles gut, 79 Grad, so wie mit meiner Manipulation. Und jetzt stellen wir hier auf 90 um. Wenn der Wagen jetzt nicht ausgeht, dann waren es tatsächlich die Einspritzventile. 3, 2, 1. Läuft weiter. Nee, jetzt ist er aus. Also man könnte sich einbilden, dass das ein bisschen besser war als davor. Jetzt ist er wieder bei 87.
Naja, ich mach mal, ich schalte mal hier direkt sozusagen von 1000 auf 0 um, weil dann ist sozusagen ja nur der Widerstandstemperaturwert der Übersetzte dafür da. Also er ist jetzt bei 40 und dann ist er quasi bei, naja, keine Ahnung, deutlich höher, aber dann wird er wahrscheinlich direkt ausgehen. Das kennen wir ja nun schon, wenn der sich erstmal einmal verschluckt hat, dass er dann nicht so ohne weiteres wieder angeht. Na los, komm Baby. Läuft, 40 Grad. Na komm Baby, fang dich. So, er tastet wieder ab, wie gesagt, 40 Grad. Und jetzt schlagartig auf, weiß ich nicht, 100 oder sowas. Ah, der läuft weit. So, jetzt bin ich aber skeptisch. Jetzt ist er bei 98, aber der ist auf jeden Fall länger gelaufen als vorher. Ohne Frage. Scheiße. So gut, okay, jetzt lasse ich den mal richtig, richtig warm laufen und dass der Motor auch wirklich echt warm ist und nicht nur manipuliert warm. Und dann gucken wir mal, was denn passiert. So, also jetzt sehe ich hier mal mit dem Widerstandswert weiter runter. Bei 83 geht er noch nicht aus. Nur noch 83. Also ich dachte erst, dass es eine Verbesserung gab, aber irgendwie hat sich die dann leider in Luft aufgelöst. Tja, also die Einspritzanlage, die Einspritzdüsen sind es also auch nicht. Es sei denn, die Leiste, die ich da habe, ist genauso fehlerhaft wie die ich ausgebaut habe. Aber glaube ich nicht. Die kommt auf jeden Fall aus einem Motor, der problemlos funktioniert hat. Also der Motor hat nicht problemlos funktioniert, der hat irgendwie keinen richtigen Öldruck aufgebaut, weil die Ölpumpe da wahrscheinlich nicht wieder richtig funktioniert, deshalb hat da den Schlachtermotor, aber ich habe da von dem Vorbesitzer nichts gehört in puncto, dass der da irgendwelche Temperaturprobleme hat, dass der Wagen da ausgegangen ist. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Einspritzleiste in Ordnung ist. Gut, damit wäre dann das geklärt. Die Einspritzleiste ist auf jeden Fall auch nicht der Grund. Also jetzt hier, man sieht hier, Motor kalt, 9 Grad, ja, und Wasser ist overfüllt, wie man sehen kann. Kappe habe ich von meinem anderen VW-Bus genommen, wird also auch, daran kann es offenbar dann auch nicht liegen. Und genau, jetzt wollte ich ja im Grunde genommen zeigen, dass die Lambda-Sonde vernünftig regelt. Beziehungsweise, dass die erstmal nicht regelt, wenn er kalt ist, aber dann halt regelt, wenn er warm ist. Also mal anmachen. So, also hier links ist die Temperatur und rechts ist die Lambda-Sonde. Jetzt mache ich mal das Vagscope an. Naja, also wie man sieht, die Lambda-Sonde hat jetzt 0,64 Volt. Naja, und die Temperatur steigt. Nun ja, aber wie gesagt, man sieht ja jetzt, der regelt nicht, obwohl er kalt ist. Und jetzt lasse ich mal eine Zeit lang warm laufen und dann wird man sehen, dass er dann anfängt zu regeln. So, jetzt hätte ich fast den Moment verpasst, wo es soweit war. Also, wie man sieht, jetzt regelt sie so, wie sie regeln soll. Ne, bei, was ist das hier? Naja, so ungefähr, der Motor hat jetzt ungefähr 50 Grad, ne, steigt jetzt sozusagen langsam in der Temperatur. Naja, und jetzt regelt sie halt, ne, hoch und runter, so wie halt eine Lambda-Sonde halt auch regeln soll. Und und wenn der Motor jetzt irgendwie noch länger weiter warm wird, dann regelt die halt weiter, bis er dann halt diese Ausfallerscheinung quasi zeigt und dann
Ja, dann ist er tot. Macht das jetzt nochmal. Ich werde jetzt gleich nochmal da mich an diesen Wert rantasten und das gleichzeitig filmen, damit man das auch mal sieht. Also, ihr zeigt das mal hier irgendwie wieder alles angeschlossen, damit ich die Temperatur vernünftig manipulieren kann. Also, gerade habe ich es so manipuliert, dass ich auf 60 Grad bin. Der Wagen. Hat eine Temperatur von an der Wasserpumpe 85 Grad. Also das ist schon ein realistischer Wert. Der Cut, wo ist der Cut? Na komm Baby. Der Cut ist bei ungefähr 100, naja 115. Spinnt das Bild schon wieder. Nun ja, wie gesagt, das ist irgendwie alle drin. Jetzt mal eine Frage an den, der das Problem da auch hat, der Rostbaron. Hör mal zu, weil das, der sackt hier irgendwie immer mal wieder so ein bisschen ab. Wir warten mal, bis das kommt. Also genau diesen Absacker meinte ich, dass der sozusagen so runtergegangen ist. Ob das bei einem, da ist das schon wieder gewesen. Das habe ich halt bei meinem normalen VW-Bus nicht und das hatte ich bei dem VW-Bus von meinem Bekannten vor anderthalb Jahren, da war das auch so. Und jetzt irgendwie ist jetzt die Frage, könnte das, ist das bei dir auch so und ist das, ach, jetzt macht das schon wieder. Also ist das quasi ursächlich, hängt das mit dem Fehler zusammen oder ist das bei dir nicht und das ist einfach nur was anderes, was irgendwie, keine Ahnung, auf eine schlechte Zündkerze oder was hindeutet. Also jetzt haben wir hier den Widerstandswert so eingestellt, dass der 79 Grad hat. Die Lambda-Sonde regelt wunderbar und jetzt geht quasi mal langsam mit dem Widerstand runter. Ah! Und aus. Na gut, ich wollte eigentlich langsamer damit runtergehen, aber jetzt bin ich schon unmittelbar auf dem Wert gegangen, wo der Motor ausgegangen ist. Wenn es geht, ja. Na, immerhin ist er direkt wieder angesprungen, ist ja schon mal schön. So, nachdem die Zündung aus ist, brauchst du ja immer ein bisschen, bis der sich hier wieder fängt. Da läuft er wieder. Also man sieht weiterhin, die Lambda-Sonde regelt, fleißig hin und her. So, und jetzt, wie gesagt, mit der Temperatur immer weiter hoch. Direkt gerade eingefroren. Aha, naja, gut, das war schon wieder. Anmachen? Nee, brauchst nicht anmachen. Also naja, das ist auf jeden Fall, wenn der ein bisschen länger läuft, dann fängt er ja wieder diese Sägen an. Aber in dem Fall, jetzt ist er wahrscheinlich noch nicht lange genug gelaufen, dass er unmittelbar aussieht. Naja, aber ja, wie gesagt, man sieht halt irgendwie, die Regelung bei der Lambda-Sonde liegt vor und daran kann es in jedem Fall nicht liegen. Man sieht, Wasser ist genug drin, Deckel ist auch alles in Ordnung, daran kann es auch nicht liegen. Ja, nun ja, aber war ja trotzdem wichtig, das sozusagen nochmal so vorzuführen. Und jetzt da dran, den Kabelbaum, Diagnosekabelbaum zu bauen. Naja, das wird ein bisschen dauern.